Der Fluss die Peene wird auch Amazonas des Nordens genannt, wobei hier der Naturpark Flusslandschaft Peenetal das Sahnestückchen ist. Er beginnt am Kummerower See in östlicher Richtung. Hier bei Aalbude soll auch unsere Peene-Safari beginnen. Mit einem Solarboot wollen wir an einem fantastischen Abend die urige Landschaft der Peene erkunden. Kein Motorengeräusch soll die Ruhe am Fluss zerstören. Herzlich willkommen hier an Bord des Solarbootes und auf der Peene, dem Amazonas des Nordens, wie sie auch liebevoll genannt wird. Die naturnahe Moorlandschaft beherbergt eine umfangreiche Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen. Insbesondere möchten wir dem Biber begegnen, der hier wieder heimisch ist. In der Dämmerung soll er gut zu beobachten sein, ob wir ihn zu sehen bekommen. Für die Biber ist es jetzt aber noch zu früh. Ingo freut sich, uns gleich zu Beginn der Fahrt einen fliegenden Edelstein, den Eisvogel, zeigen zu können. Er hat hier seine Bruthöhle. Da, wieder eine seltene Schönheit an der Peene. Ein Seeadler kreist am Himmel. Mit seiner Flügelspannweite bis zu 2,50 Meter ist der Seeadler einer der größten Greifvögel Mitteleuropas. Na, Schnappschuss gelungen? Die ersten Biberspuren. Ingo weiß, hier in den Sträuchern ist eine Biberburg versteckt. Diese Rufe kennen wir doch. Kraniche sind auf dem Weg zu ihrem Schlafplatz. Das ist wirklich schön ausgesagt. Aber das ist natürlich alles. Ein Seeadler. Er wird von einer Krähe attackiert. Wie auf Bestellung erscheint auch der Fischadler am Himmel. Er brütet in der Nähe auf einem Hochspannungsmast. Einfach nur schauen, die Ruhe genießen, das ist Erholung pur. Ehrlich, ja? Nein, so perfekt. Der Abend neigt sich mit einem fantastischen Sonnenuntergang. Die Spannung auf Biber steigt. Leider wird für uns das Fotolicht immer schlechter. Nein, kein Biber, nur ein Kormoran. Jetzt aber,
Der erste Biber taucht auf und ist aber auch gleich wieder verschwunden. Langsam macht sich die Sonne rar und die Dämmerung bricht herein. Wieder taucht ein Biber auf. Diesmal sehen ihn alle. Ein Holztransport kreuzt unseren Weg auf der Peene. Die Zweige sollen wohl in die Biberburg gebracht werden. Oh, was ist denn das? Ein Biber mit Hörner? Ein Rehbock kreuzt den Weg des Bibers. Landgang der Biber. Der Höhepunkt unserer Tour. Leider ist es schon sehr dunkel. Begeistert von unseren Erlebnissen geht es zurück zum Hafen.